ein paar Worte zu den Freihandelsabkommen sagen insgesamt. Und mit der heutigen Kundgebung wollen wir einen historischen Brückenschlag vom Raub- und Eroberungszug der Griechen gegen Troja im Nordwesten der heutigen Türkei zur Jetztzeit wagen, wobei heute eben Weltkonzerne unterwegs sind. Der normale Europäer fühlte sich seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft sicher. Der Kalte Krieg war vorbei und man war der Meinung, dass man keine Mauern oder Burgtore zur Abwehr von irgendwelchen Gefahren bräuchte. Unsere Politiker und die Europäische Kommission würden es schon richten. Das Vertrauen war grenzenlos. Daher war die Schlacht um CETA für die Europäische Kommission noch einfach. Die Zivilgesellschaft bekam es gar nicht mit, dass da was verhandelt wurde, was die wirklichen Verhandlungsziele waren. Auch die Auftraggeber blieben im Hintergrund. Und plötzlich war das Verhandlungsergebnis da. Die rieben uns die Augen. Da ging vielen der Zivilgesellschaft europaweit ein Licht auf. Man darf den Politikern nicht trauen, schon gar nicht Leuten wie dem Herrn Juncker. Als sie dann mit dem Beginn der TTIP-Verhandlungen anfingen, Fragen zu stellen, diese aber nicht beantwortet wurden, war Protest angesagt, europaweit. Als die Zivilgesellschaft diesen Europa-konform in eine Bürgerinitiative umsetzen wollte, wurde diese, wie wir inzwischen wissen, rechtswidrig verboten. Ihr erinnert euch noch, ne? Aber die Zivilgesellschaft ließ sich nicht einschüchtern. Mit überwältigender Beteiligung wurde die selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative durchgeführt. Das Ergebnis ist uns wohl noch allen bekannt. Aber hat sich die Europäische Kommission davon beeindrucken lassen? Wohl eher nicht. Inzwischen läuft eine umfassende Propagandaschlacht zur Durchsetzung der Freihandelsabkommen. Da wird mit Herrn Juncker gelogen, bis sich die Balken biegen. Da werden Gefälligkeitsgutachten, zum Beispiel der Bertelsmann Stiftung, in Auftrag gegeben. Gleichzeitig läuft eine Diffamierung der Kritiker und der kritischen Zivilgesellschaft. Gut, es ist nachvollziehbar, dass die Befürworter des Freihandels inzwischen so frustriert sind wie damals die Griechen, die nach jahrelanger erfolgloser Belagerung von Troja eben zu dieser List gegriffen haben. Wie sagte doch der ehemalige Bundespräsident Gauck, es sind nicht die Eliten, die Probleme machen, es sind die Bürger. Ja, es gibt doch eine große Anzahl von Eliten, die das Pferd bzw. die Freihandelsverträge begeistert nach Hause bringen wollen. Damals wollten griechische Kämpfer wie Odyssee, Achill und Hektor durch Belagerung der Stadt Troja ihre Schätze stehlen. Doch die Trojaner hatten vorgesorgt, sie hatten ihre Stadt mit einer Mauer umgeben, sie kämpften tapfer. Sie wussten, was sie zu verlieren haben. Nach endlosen, frustrierenden 10 Jahren erfolgloser Belagerung hätten die Griechen eigentlich weiterziehen sollen. Aber durch eine List mit dem trojanischen Pferd haben die griechischen Räuber gesiegt. Das haben wir in der Schule gelernt. Räuber wurden sie damals in der Schule nicht genannt, sondern Helden. Wie sich die Trojaner gefühlt haben, das Leid, der Raub, die Vergewaltigung und die Versklavung, das wurde damals in der Schule nicht diskutiert. Heute sind es die Weltkonzerne, darunter auch ein paar europäische Unternehmen, die nichts anderes anstreben als die Weltmacht und jedes Mittel dafür einsetzen, die Festung Europa, aber nicht nur die Festung Europa, zu erobern. Die Stippenzieher von heute treten nicht offen in Erscheinung. Ihre Sprachrohre sind die Krieger wie Angela Merkel, Gabriel der Listige oder Juncker der Lügenbaron.
die im Sold der Großindustrie oder der Finanzwirtschaft sich im Bauch des trojanischen Pferdes versteckt haben und auf Sieg der marktkonformen Demokratie hinarbeiten. Zu Trojas Zeiten verkaufte man dem Volk, das erbehrungsreiche Jahre hinter sich gehabt hatte, dass der Besitz des Pferdes nur Glück, Wohlstand und Seligkeit bedeutete. Ein Abschiedsgeschenk der Belagerer. Und siehe da, das Pferd wurde in die Stadt geholt. In der Nacht krochen die Soldaten aus dem Bauch und öffneten die Stadttore. Der Rest ist Geschichte. Heute versprechen die Söldner der Weltkonzerne bzw. deren Hauspolitiker, unterstützt von Mainstream-Medien wie der Bild-Zeitung oder Thinktanks wie der Bertelsmann-Stiftung, das Handelsabkommen mit Kanada, USA, Japan oder so nur Gewinne hervorbringen. Dem Volk wird versprochen, mit dem Freihandel mehr Arbeitsplätze, Wachstum oder Wohlstand zu schaffen. Da werden dann Umfragen oder sonstige Fake News fabriziert, die besagen, alle wollen das Pferd in unsere Festung Europa holen. Wir sind im Wahlkampf, alle sind glücklich, feiern und tanzen. Der Wahlausgang scheint schon fast festzustehen. Irgendwie scheint es auch heute mit dem trojanischen Pferd zu klappen. Die Europäische Kommission und eine große Anzahl von Politikern ist dabei, die Stadttore der Festung Europa zu öffnen. Bislang ist es ihnen gelungen, mit CETA ein kleines Tor zu öffnen, in Form der vorläufigen Anwendungen des Vertrags, das vor der Abstimmung der nationalen europäischen Parlamente in den nächsten Tagen in Kraft gesetzt werden soll. Das ganz große Tor ist noch nicht geöffnet. Hier haben wir mit der Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP und den Klagen gegen CETA erstmal das Schlimmste verhindert. Erstmal. Aber die Rammböcke stehen schon bereit. Die gekauften Helfer kriechen schon aus dem trojanischen Pferd und sind auf dem Weg zum großen Tor. Wie werden sie nach der Wahl mit dem Freihandel verfahren? Was die Befürworter des Freihandels kommen wollen, wissen wir, dank CETA bereits. Sie wollen unsere Schutzmauern niederreißen und uns entwaffnen. Die aus dem Leid der Weltkriege geborenen und erkämpften bürgerlichen Freiheiten, die Prinzipien der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sollen ohne Not einer marktgerechten Demokratie geopfert werden. Schiedsgerichte, wo immer sie angesiedelt sind, nehmen, was sie brauchen. Demokratische Regierungen sollen im Vorfeld von den Profiteuren überprüfen lassen, ob deren zukünftige Gesetze womöglich deren Profite schmälern, und die Daseinsvorsorge wird zur Goldgrube für Investoren. Es wird gefragt, Monsanto und Co. beschenkt das Volk mit genmanipulierten Samen. Aber das dazugehörende Ackergift zerstört die Böden und damit die Lebensgrundlage der Weltbevölkerung. Wirtschaftswachstum frisst die letzten Ressourcen unserer Erde und vergiftet mit den Abfällen ganze Landstriche und deren Bewohner. Aber die Finanzmärkte jubeln und der DAX und Dow Jones steigen jeden Tag um x%. Ja, in der Zeitung stand kürzlich zu lesen, Deutschland verfehlt die Klimaschutzziele, aber hat ein ungebrochenes Wirtschaftswachstum. Nicht nur Deutschland. Wir werden nicht tausende von Jahren warten müssen, bis das Urteil der Geschichte geschrieben wird. In wenigen Jahren oder Jahrzehnten könnte es womöglich heißen, dass die goldenen Europäer zu dumm waren, um aus der Geschichte zu lernen. Dass sie ihren Schatz aus Verblendung, aus Profitgier und leeren Versprechungen einfach aus den Händen gaben und dass sie dabei andere Völker mit in den Abgrund rissen. Aber noch sind wir nicht so weit. Zwar sind wir uns darüber einig, mit unserem Protest haben wir bisher unheimlich viel erreicht. Wir haben das demokratische Bewusstsein und die Teilhabe am politischen Geschehen enorm gestärkt. Auch haben wir es buchstäblich in der Hand, das Kreuz bei der Wahl an der richtigen Stelle zu machen. Doch das ist leider nicht genug,
Mit Wahlen allein ist es nicht getan. Wir müssen den Politikern misstrauen, mit unseren Aktionen und Protesten unbedingt weitermachen. Wir müssen Räuber auch Räuber nennen. Umweltverbrechen dürfen nicht ungesehen bleiben. Verschmutzungsrechte erst gar nicht angeboten und schon gar nicht verkauft werden. Und Politiker dürfen sich einfach nicht davonstehlen, wenn sie sich die Taschen vollgestopft haben. Dann bliebe das trojanische Pferd vielleicht draußen. Unsere Mauern intakt und unsere Tore würden nur denen Einlass gewähren, die in ehrlicher und friedlicher Absicht kommen. Dankeschön.